Ganz herzliches Willkommen zu einem weiteren Video von Praxis Osteovital. Mein Name ist Rohit Mattur und in diesem Video möchte ich dir erklären, was Kraftausdauer ist, was Kraftausdauertraining bewirkt und wie du das in deinem Trainingsplan, in deinem Training wirklich integrieren und umsetzen kannst. Von Kraftausdauer sprechen Sportwissenschaftler, wenn eine Kraftleistung über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten werden kann. Ja, und je besser die Kraftausdauer ist, umso später ermüdet die Muskulatur. Durch gezieltes Krafttraining kann man ja diese Ausdauer auch wirklich trainieren. Und im Alltag spielt die Kraftausdauer eine sehr wichtige Rolle, beispielsweise bei Menschen, die sich in ihrem Berufsleben viel bewegen und dabei oft etwas halten, tragen oder auch heben müssen. Bei ihnen ist eine gut trainierte Kraftausdauer wirklich von Vorteil, damit die Rumpfmuskulatur auch für längere Zeit den Körper stabilisieren und dadurch Fehlhaltungen, Fehlbewegungen vermeidet. Ja. Auch für viele verschiedene Sportarten ist Kraftausdauer sehr wichtig, sei es im Freizeitsport oder auch im Leistungssport, da hier die gesamte Muskulatur viel ökonomischer arbeitet. Ja. Für Trainingseinsteiger ist Kraftausdauer, kann man sagen, die erste Wahl, denn das Training wird mit geringem Widerstand und mit vielen Wiederholungen ausgeführt, so dass diese Art des Trainings ein sanftes Krafttraining ist und somit Knorpel, Sehnenbänder optimal vorbereiten kann für spätere, intensivere Trainingsmethoden. Ja, auch die intermuskuläre Koordination, also das Zusammenspielen verschiedener Muskeln, wird hier wirklich verbessert. Die Kraftanforderung muss allerdings mindestens 30% der Maximalkraft betragen, denn erst ab der 30% Grenze sprechen Fachleute wirklich auch von Kraftleistung. Alles, was unterhalb der 30% Grenze ist, ist eigentlich mehr Stoffwechseltraining. Ja. Wenn man einige Bücher schon mal gelesen hat und so die Trainingslehre durchliest, dann wirst du merken, dass in jedem Buch von Wiederholungszahlen auch ein bisschen was Unterschiedliches drinsteht. Ich bleibe jetzt beim Durchschnitt und dieser liegt jetzt bei Kraftausdauertraining zwischen 15 bis 25 Wiederholungen. Ja? Mach davon ruhig 3 bis 4 Sätze pro Muskelgruppe. Die Intensität soll dabei so 50-60% der Maximalkraft liegen, also des einer Max. Die Trainingshäufigkeit mindestens einmal, also so circa 1 bis 3 Mal die Woche, und diesen Trainingsplan für Einsteiger zum Anfang so circa 8 Wochen erstmal durchmachen. Was jetzt eigentlich wirklich in der Muskulatur selber passiert bei Kraftausdauertraining, möchte ich dir in der folgenden Skizze, also in der folgenden Grafik, einfach mal erklären und auch zeigen und bildlich darstellen. Viel Spaß! Ja, ich zeichne jetzt einfach mal eine Skizze mit einem Kreis. Das ist jetzt der Querschnitt eines Muskelfaserbündels. Das bedeutet, wenn wir jetzt einen Muskel durchschneiden und da direkt drauf gucken, dann haben wir erstmal mehrere Muskelfaserbündel und innerhalb des Muskelfaserbündels sind auch viele Muskelfasern. Das ist jetzt in meinem Fall die braunen kleinen Kreise. Die roten, noch kleineren Kreise, das sind jetzt meine Blutgefäße oder die Kapillaren, das sind die kleinsten Blutgefäße, die wir haben. Diese Kapillaren sind sogar dünner als ein Haar. Die versorgen nun unseren Muskel mit ausreichend Nährstoffen und Sauerstoff. So sieht also der Muskel vor einem Kraftausdauertraining aus, welches so ca. 6 bis 8 Wochen dauert, also vor dem Kraftausdauertraining. Und jetzt kopiere ich den kompletten Muskelfaserbündel und zeige gleich, wie das nach einem 6- bis 8-wöchigen Kraftausdauertraining aussehen wird. Wir sehen jetzt, dass der Muskel nicht größer wird, das bedeutet, der Querschnitt der einzelnen Muskelfasern bleibt gleich groß, die einzelnen Kapillaren bleiben gleich groß, auch die Anzahl der Muskelfasern bleibt gleich groß. Was sich aber jetzt gleich verändern wird, nach einem 6- bis 8-wöchigen Kraftausdauertraining, ist die Anzahl der Kapillaren. Das bedeutet, es kommt zur Kapillarisierung. Das bedeutet auch, dass der Muskel dann besser durchblutet wird, dass die einzelnen Muskelfasern mehr Sauerstoff, mehr Nährstoffe bekommen
und dadurch natürlich die Regenerationszeit zum einen sich verbessert, zum anderen aber auch der Muskel leistungsfähiger wird, indem er einfach länger durchhält. Auch die Abfallprodukte können durch eine verbesserte Durchblutung viel schneller abtransportiert werden. Und ein weiterer Vorteil des Kraftausdauertrainings ist die Enzymtätigkeit. Auch die wird gesteigert. Auf die unterschiedlichen Muskelfasertypen möchte ich nur ganz kurz eingehen. Und zwar die zwei wichtigsten einfach mal nennen. Die weißen Muskelfasern, FT-Fasern oder Fast-Twitch-Fasern. Die weißen Muskelfasern ziehen sich schnell zusammen und mit viel Kraft. Ja. Sie benötigen hierfür aber viel Energie und sind deshalb nicht sehr ausdauernd. Ja. Diese Fasertypen sind für Kraftsportarten wie Gewichtheben oder Krafttraining super geeignet. Ja. Das sind auch die schnell zuckenden. Das kann man gut merken, wenn man sich die verschiedenen Fleischsorten anschaut, zum Beispiel Hasenfleisch oder Geflügelfleisch ist ein helles Fleisch. Diese Tiere sind ziemlich schnell und haben auch hierzu eigentlich mehr schnell zuckende Muskelfasern. Und dann gibt es noch die roten Muskelfasern, die ST, also die Slow-Twitch-Fasern. Diese Fasern ziehen sich langsam mit weniger Kraft zusammen, sind aber dafür ausdauernder und benötigen hierfür weniger Energie. Sie sind für Ausdauerbelastungen, also für Joggen, Radfahren oder ähnliches wirklich ausgelegt. Beim Kraftausdauertraining werden jetzt hauptsächlich die roten Muskelfasern verstärkt angesteuert. Hier ein Beispiel wäre dann zum Beispiel auch wieder Rindfleisch. Ja, auch da sieht man, dass das Fleisch eher rot ist, also dunkel. Und das kommt dadurch, dass die einzelnen Muskelfasern besser durchblutet werden, also die Kapillaren einfach das Fleisch sozusagen rot färben. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Wir sehen uns bald im nächsten Video. Bleib bis dahin fit, gesund und in Bewegung. Bis dahin. Ciao. Tschüss.